Willkommen in Chile. Die X-Klasse ist der erste Mercedes-Benz Pickup und ganz wichtig, er basiert auf dem Nissan Navara. Was mich jetzt interessiert ist, wie fährt er sich und vor allen Dingen, wie viel Mercedes steckt in der X-Klasse. Zum Marktstart der neuen X-Klasse bietet Mercedes für das Fahrzeug zwei Dieselmotoren an mit 163 bzw. 190 PS und in ausgewählten Märkten einen 165 PS starken Benziner. Mitte 2018 kommt dann der neue V6 Diesel dazu, der hat dann 258 PS. Geschaltet wird hier entweder mit 6-Gang manuell oder aber über eine 7-stufige Automatik. Das Fahrzeug gibt es sowohl mit Heckantrieb als auch mit zuschaltbarem Allrad. Ganz wichtig, bei dem großen Diesel ist dieser Allrad ein permanenter Allrad. Die Leistungsverteilung ist hier 40-60. An Bord unseres Testwagens haben wir den 2,3 Liter Vierzylinder Diesel mit 190 PS mit 450 Newtonmeter und der ist hier gekoppelt mit der 7-Gang Automatik. Das funktioniert sehr gut, macht einen sehr soliden Eindruck. Er hat eigentlich auch genug Leistung, aber er hat natürlich nicht so viel Druck wie zum Beispiel der 6-Zylinder mit 258 PS. Man fährt das Auto aber trotzdem, wenn man will, schon recht sportlich, denn ganz wichtig, bezogen auf das Fahrwerk, da löst die X-Klasse tatsächlich ihr Versprechen auf der Straße ein. Der Wagen ist recht straff, lässt sich richtig gut auch durch die Kurven jagen, macht dann wirklich viel Spaß. Aber ich denke, für die, die gerne schnell fahren, sollte es dann doch der 6-Zylinder sein. Für die X-Klasse stehen die Ausstattungsvarianten Pure, Progressive und Power zur Wahl. Pure steht hierbei für das klassische Workhorse und Progressive für den etwas gehobenen Anspruch. Die Top-Ausstattung Power präsentiert sich besonders modern und hochwertig. Mit 5,34 Meter Länge und 1,92 Meter Breite ist die X-Klasse eine imposante Erscheinung. Die nach hinten gesetzte Fahrgastzelle und der lange Überhang am Heck strecken die Seite des 1,81 Meter hohen Pickup. An der Front dominiert der Zweilamellen-Kühlergrill mit Zentralstern das markentypische SUV-Gesicht. Die weit in die Kotflügel gezogenen Scheinwerfer sorgen zudem für einen besonders kraftvollen Look. Sie sind auf Wunsch in Voll-LED-Ausführung bestellbar. Je nach Ausstattungslinie ist die Frontschürze entweder unlackiert oder in Wagenfarbe montiert. Bei der Modellvariante Power gibt es zusätzlich einen verchromten Unterfahrschutz. Das Heck der X-Klasse präsentiert sich eher puristisch. Wie an der Front ist auch der Heckstoßfänger je nach Ausstattungsvariante unterschiedlich. Entweder schwarz bei der Linie Pure oder in Wagenfarbe bei Progressive. Für mehr Glanz sorgt der verchromte Stoßfänger bei der Top-Variante Power. Der Mercedes Pickup ist jedoch auch ein echtes Nutzfahrzeug. Mit einer Nutzlast von bis zu 1,1 Tonnen und einer Zugkraft von bis zu 3,5 Tonnen muss sich die X-Klasse nicht verstecken. Dank der besonders breiten Spur passt auf die Ladefläche zudem zwischen die Rathäuser quer eine Europalette. Die X-Klasse verfügt über einige Grundlagen, um auch Offroad ihren Mann zu stehen. So hat das Fahrzeug zum Beispiel eine maximale Bodenfreiheit von rund 22 cm. Es gibt natürlich einen Allradantrieb und es gibt auf Wunsch auch eine 100% Differentialsperre an der Hinterachse. Außerdem hat das Fahrzeug eine Watttiefe von bis zu 60 cm. Ganz wichtig beim Fahrwerk ist, das Fahrwerk ist grundsätzlich eher straff abgestimmt. Der Hintergrund dabei ist ganz einfach, dass Mercedes den Fokus eher auf die Straße legt und weniger auf das echte Gelände. Das sorgt natürlich dafür, dass wir im Gelände ein bisschen auf Komfort verzichten müssen. Es ist aber absolut vertretbar, zumal man davon ausgeht, dass die Menschen mit diesem Fahrzeug vorrangig auf der Straße oder aber zum Beispiel auf Schotterwegen fahren. Im Vergleich zum Partnermodell Nissan Navara legt die X-Klasse um rund 5 cm in der Breite zu. Außerdem wurden alle Blechteile erneuert und sorgen so für einen deutlich dynamischeren Look des Pickup. Und auch bei den Fahreigenschaften gibt es echte Unterschiede. Die X-Klasse liegt dank breiter Spur und straffer Dämpferabstimmung satt auf der Straße und lässt sich sehr dynamisch bewegen. Gut, wir adressieren unser Fahrzeug weltweit. Das heißt, es gilt die Kundengruppen in Lateinamerika dort zu adressieren, Australien, Südafrika, aber natürlich auch Europa. Es sind auf der einen Seite Familien, die das Fahrzeug am Wochenende einsetzen, vor allem ihre Hobbyaktivitäten vom Fahrrad, vom Board bis hin zum Quad. Aber auch natürlich wie hier Menschen, die ein Weingut besitzen oder eine Farm. Dort ist das Fahrzeug natürlich optimal adressiert.
Wenn wir dann zurückgehen nach Europa, ist natürlich auch klar die Familie, aber auch teilweise das Fahrzeug im Dual-Use, das heißt unter der Woche für die Arbeit, am Wochenende dann für die Familie. Aber natürlich ganz speziell wollen wir das Fahrzeug auch im Sinne des Lifestyles positionieren. Und da sind es die urbanen Menschen, die einfach dort ein cooles Produkt fahren wollen. Das Interieur der Mercedes-Benz X-Klasse ist zum einen typisch Mercedes, zum anderen aber auch hier und da einzigartig. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, wir haben das typische Mercedes-Benz Multifunktionslenkrad hier mit den Bedienelementen, wie wir sie kennen. Wir haben in der Mittelkonsole diese typische Mercedes-Benz Bedieneinheit. Wir finden zum Beispiel hier einen bis zu 8,4 Zoll großen Bildschirm für unter anderem das Navigationssystem und die Fahrzeugeinstellung. Und wir haben auch das Mercedes-typische Cockpit. Das ist sehr gut abzulesen und passt auch sehr gut zum Fahrzeug. Was ich einzigartig finde, sind zum Beispiel die Lüftungsauslässe. Die sind wirklich typisch Mercedes-Benz X-Klasse. Gefällt mir persönlich sehr gut. Eine Sache, die mir hier nicht gefällt, ist die Möglichkeit, das Lenkrad zu verstellen, denn das kann ich tatsächlich nur Höhen verstellen. Das heißt für mich als großen Menschen, ich kann es einfach nicht zu mir ranziehen und finde dadurch leider nicht die perfekte Sitzposition. Ansonsten muss ich sagen, die Sitze sind vernünftig verarbeitet, bieten ordentlich Halt und sind trotzdem sehr komfortabel. Ich denke insgesamt eine gelungene Vorstellung, vor allen Dingen, wenn man von einem Nutzfahrzeug spricht. Das war mein Fahrbericht mit der neuen Mercedes-Benz X-Klasse hier aus Chile. Was mir am Fahrzeug richtig gut gefällt, ist zum einen die Front, denn die ist typisch Mercedes und trotzdem richtig kraftvoll und passt super zum Auto. Außerdem finde ich die Fahreigenschaften auf der Straße extrem gut, denn man kann mit diesem Wagen richtig dynamisch unterwegs sein und so macht Pickup-Fahren auf der Straße wirklich Spaß. Was mir nicht so gut gefällt, ist die fehlende Möglichkeit, das Lenkrad zu sich heranzuziehen, denn damit finde ich als großer Mensch einfach nicht die perfekte Sitzposition. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist ein echter Mercedes-Benz.